Sollen wir jetzt auf dem Golfplatz irgendwas einnehmen oder wie? Hä? Coole Mucke. Okay, könnt ihr mir das nochmal erklären? Erst sind die sauer, weil wir in Serdaristan eindringen. Und dann schicken die uns selbst wieder rein? Wir sollen Savomir Serda finden. Savomir wie, Sir? Savomir Serda, Vater des Volkes. Hiesiger Diktator, ein richtiger Fiesling. Offiziell heißt es, er sei neutral, aber er hat lange Zeit auf beiden Seiten mitgemischt. Vielleicht ist seine Glückssträhne zu Ende. So oder so, wir sind hier, um ihn zu überreden, mit uns zu kommen. Und zwar undercover. Wir dürfen jetzt also ins Land und niemand hat was dagegen. Offiziell hat die Armee mit der Sache nichts zu tun. Wenn wir entdeckt werden, sind wir immer noch fahnenflüchtig. Okay, suchen wir den Observationspunkt. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sind Sie wieder da, Sergeant? Over. Ja, haben nur einen kleinen Abstecher gemacht. Over. Ein persönliches Einsatzziel? Over. Ja. Hat sich aber nicht gelohnt. Over. Wenn Sie diesen Einsatz hier überleben, können Sie vielleicht langsam wieder ans Angeln denken. Over. Alles klar. Out. Okay. Also ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Meine Aufnahme ist ja zu dunkel. So extrem düster. Aber naja. Ist ja auch ein bisschen Schummer. Naja, gut geht. Lauf, 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 lauf. Mal gucken, was wir machen sollen. Ist das ein Golfplatz? Klar ist das ein Golfplatz. Typisch für Diktatoren. Spielen Golf, während das Volk verhungert. Hey, seht mal, unser Helikopter! Der fliegt aber ganz schön nah an die Stützpunkte ran. Das dürfte kein Problem sein. Offiziell sind sie auf einer Suchmission. Die Serdaristaner werden die in Ruhe lassen. Ich weiß nicht. Ich hab da so ein komisches Gefühl. Oh, Scheiße! Scheiße! Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Sieht aus, als wären die hier nicht mehr wirklich neutral. Over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Wissen wir. Machen Sie weiter und finden Sie Serda. Over. Aber wie kriegen wir ihn ohne fliegenden Untersatz hier raus? Over. Wollte ich gerade sagen. Es gibt da drei feindliche Sam-Stellungen. Schalten Sie sie aus, dann bekommen Sie Ihren Heli. Roger. Out. Okay, da ist die erste. Okay. Also gehen wir einmal einen Bogen. Ist praktischer. Würde ich jetzt sagen. Moment, wir machen mal einen schnellen Weg. Hey, die hat mir gar keinen Fallschaden abgezogen. Das ist gut. Wachsam bleiben, Jungs. Da unten ist einiges los. Was die da wohl für ein Handicap haben. Die spielen sicher alle richtig gut. Müssen sie ja fast, oder? Ich hab ein paar Russen gesehen! LOL! Wo kommen die ganzen Russen? Oh. Ich würde gerne wieder einen MG36 haben. Das wäre geil. Wollte gerade sagen, er muss doch tot sein. So wie ich den gerade durchlöchert habe. Alter! Spring doch drüber. Komm. Wechseln. Stech dir erstmal so ein Ding ins. Rein! Hallo, Kumpel. Du hast da nichts zu suchen gerade. Und du hinter mir auch nicht. Er lebt ja immer noch. Ja, doch. Pfeifen wir so ein Ding, pfeifen wir uns erstmal so ein Ding rein. Dann erstmal ganz gechillt nach und dann nehmen wir erstmal den. Ohne PKP. Ey, ich hab dich getroffen, Mann. Ich hab dich eigentlich, na gut, eben habe ich dich nicht getroffen.
Komm hoch da, Mann. Feigling. Machen wir das halt so. Meine Fresse. Da hat sie eine verraten. Du wirst den Krieg für uns gewinnen, Press. Was werde ich gewinnen? Spring doch. Was soll, was kann ich gewinnen? Das habe ich jetzt nicht verstanden gerade. C4 ist ganz wichtig. Jetzt ist halt nur die Frage, wo ich da hochkomme. Und den da werde ich erstmal ausschalten. So. Meine Fresse, wie viele sind denn noch hier? Ah, okay. Gefunden. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich da mit der Leiter hochkomme und nicht mit der Treppe. Ich hoffe mal, ich werde in Ruhe gelassen gerade. Oder auch nicht. Gib mal die PKP hier. Yeah. Gut, hier heißt der PKM, mein Gott. Gib mir jetzt meine M416 hier. Oh, zack. Geronimo. So wird's gemacht. Eine weniger. Panzerfahren. Jawohl, Panzerfahren. Wo müssen wir wohl als nächstes hin? Ich würde sagen, wir fahren Boot und dann können wir rechts hoch und dann sind wir per Wasser, wie ich denke, immer ein bisschen schneller. Was? Keine Ahnung, wo der Ach, da ist der Panzerwagen. Wir fahren aber trotzdem mit dem Bötchen. Falsche Taste. Vollgas. Ist halt ein bisschen gechillter. Außerdem sind wir damit stärker bewaffnet. Haben wir zwei Granatwerfer da. So, dann werden wir mal nach rechts abbiegen. Geheime russische Kampffahrzeuge? Ja, hochmoderne Technologie, Gott. Da ist die zweite. Cool! Die sehen nämlich aus wie Golfwagen, Sweetwater. Kann ich hier mit Golf kaum herein? Nein. Schade. Hold up. Darf ich hier mit Golfkart umhereiern? Wo sind denn hier? Da ist ein Russe. Ich will mit Golfkart hier um durch die Gegend eiern. Das ist bestimmt geil. Ach, da von rechts. Okay. Im Bunker selbst. Auch noch garantiert drinne. Komm, erstmal, komm, pfeif dir so ein Ding jetzt rein. Bis der auch immer annimmt, ne? Ey, der vergeht ja auch schon jetzt Zeit ohne Ende. Wie, ich hab dich nicht getroffen? Was soll denn der Scheiß? Klar, ich hab doch Hitmarker bekommen. Wieso ist er denn nicht so schnell gestorben, wie ich eigentlich wollte? Muss das Ding aber erstmal wieder nachladen. Spring doch jetzt. Kann doch hier rein. Moment. Ah ne, war ja nur ein PKM. Kein Thema. So, du gehst down. Da waren noch mehr. Ah, okay. So, den haben wir dann noch. Zum Glück gehen die uns nicht ganz so doll auf dem Schnürsenkel hier. Die Granate kannst du schön da behalten. Dich sehe ich auch noch. Abhauen ist nicht. Abhauen ist immer noch nicht. Alter, hält der viel aus. Verdammte Scheiße. Oh, oh, hallo. Komm her. Jawohl. Nachladen. Gesundheit nachladen. Und C4 Sprengsatz. Dann machen wir ein Feuerwerk. Schickes Feuerwerk, muss man dazu sagen. Schnappen wir uns unser Boot und fahren mal zum nächsten Station. Ablegen. So, ich muss erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Gleichen Weg wieder zurück und dann den Kanal nach rechts. Okay. Zzt. Komplikationen dürften eigentlich keine geben. Haben wir die nicht schon erledigt? Was ballert er denn? Achso, auf der Brücke. Ziel
wie man auch unten die Propeller sieht. Das ist auch geil gemacht. Ganz klares Wasser. Da steht noch ein Boot, falls wir uns erschrotten sollten. So, und da in den Kanal da rechts rein jetzt. Dann haben wir auch schon die dritte Stellung, ja, zerstört. Dann bin ich mal gespannt, ja, in welchem Bereich sich die Karte denn, ja, erweitert. Das mal hier ganz langsam anlegen. So. Passt. So, der ist weg. What the fuck? Von wo? Ach, da hinten. Alter, der Wasserweg ist ja bedeutend einfacher gewesen. Wären wir über Land gekommen, über den Landweg, dann hätten wir die ganzen auf uns schon gerichtet gehabt, die ganzen MGs und alles. Eieiei. Das wäre das wäre härter geworden, definitiv. Aber nein. Wir sind ja schön per Wasser gekommen. Erschienen. Vorbeigefahren, wie auch immer. Der Panzer ist aber noch nicht feindlich, oder? Nee. Wieso habe ich keine Patronendurchdrehung? Was soll der Scheiß? Oh, warum killt er mich denn? So ein Arsch. Oh, der hat eine normale AN-94. Gold. Wenn er eine normale AN-94 hat. Nee, doch nicht. Ich glaube, hier ist standardmäßig jeder AN-94 mit Schalter, mit Granatwerfer. Schalldämpfer. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir uns sammeln dürfen. So viel dazu. Na, komm schon rauf. Zeig dich. Ja, wo denn? Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was weitergeht. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie, over. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet, over. Okay, die drei SAM-Stellungen sind ausgeschaltet, aber geheim ist diese Operation jetzt nicht mehr. Over. Gute Arbeit, Sergeant. Ich bin nicht autorisiert, Ihnen die Helikopterunterstützung zu bewilligen, aber ich hätte da eine kleine Überraschung, die Ihnen das Leben etwas erleichtern könnte. Begeben Sie sich sofort zum Absetzplatz, over. Bestätigt, sind unterwegs zum Absetzplatz, over. Okay. Und jetzt dürfen wir wieder mit dem Bötchen zurückfahren. Absetzplatz? Moment mal, unser Absetzplatz ist aber ganz woanders. Die meint wohl Abholpunkt, hä? Also die LZ, also Landezone oder wie? So, zack. Start. Hm. Wieso haben sie Dingens nicht freigemacht, Mann? Wäre cooler gewesen. Dann fahre ich. Mal gucken, wie weit das ist. Abfahrt. Stand bei der oberen Basis eigentlich irgendwas? Nee, ich glaube nicht, ne? Na, dann werde ich bis zu der großen Spitze dahin fahren und dann laufen. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu weit. Weil wir jetzt hier noch mit dem Auto umhertuckern. Und wenn wir hier anlegen. Na komm, man nimmt den Gas an. Zack. Und jetzt gibt einmal einen Sprint. Hoffentlich komme ich den Bär hoch. Alter, was macht denn ihr hier? Was soll denn der Scheiß? Alter, was? Du lebst immer noch? Alter. So. Ich hab dem doch ein... Alter, ich hab den noch so viel reingeballert und der lebt immer noch. Ja. Ich hoffe mal, hier sind keine Gegner jetzt. Hallo? Jo, darf ich mit dem Golfwagen fahren? Und zack. Eine blöde Riesenfunzel. Sie hat eine dämliche Riesenfunzel abwerfen lassen. Warum? Das ist ein Lasermarker, du Torfkopf. Damit kann man Luftangriffe einweisen.
Achtung, ja. Da kommt ein feindlicher Panzer. Marlo, benutzt den Lasermarker. Wo denn? Was für Luftunterstützung wir damit bekommen. So, da. Sperre entriegelt. Oh. Unterwegs. Schönen Tag noch. Darf ich die lenken oder was? Was soll denn der Scheiß? Sie killen mich damit selber. Moment. Es ist... Oh. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich nichts? Ah, okay. Habe verstanden. Abwurf in 3, 2, 1. Ah, ich muss das Ding selber lenken. Wie scheiße ist denn das? Wie schwul ist denn das? Ich habe mich schon hier selber gekillt. Die sind einfach zu gut. Feindlicher Scheißpanzer. Ja, ich muss mir ja mal einspielen damit. So, zack. So, jetzt aber. Wollte ich doch mein. Du grüne Leune. Jetzt komme ich mir ein wenig dämlich vor, dass ich's eine blöde Riesenfunzel genannt habe. Okay, neu formieren. Da. Oh Mann, sammelt euch beim Rauchzeichen. Ja, was jetzt? Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sieht aus, als hätten sie in ein Wespennest gestochen. Um den Palast herum tut sich einiges. Over. Für einen richtigen Krieg sind wir nicht ausgerüstet. Over. Ganz in der Nähe ist ein Versorgungslager. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gehen Sie einfach ein bisschen shoppen. Over. Verstanden. Out. Wer hat Sie gehört? Gehen wir shoppen. Geil. Shoppen gehen. Und ich weiß auch schon mit was. Mit einem Golfkart. Wie geil. Mit einem Golfkart. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Geile Scheiße. Nee. Geil mit einem Golfkart hier. Oh, in Ansicht. Ich sehe ein paar Russen. Malo, MG ausschalten. Raketenwerfer, Bewegung. Huppala. Gut. Das war vielleicht nicht so eine tolle Idee, da so extrem dicht dran zu fahren. Ja, okay. War eine blöde Idee, ich weiß. Ja, aber ein Golfcar. Natürlich in Ansicht. Nee, das ist scheiß Musik. Will ich nicht. Ich werde mich hier unten erstmal postieren und dann einmal oben mit unserem MG hochballern. Ich krieg so viele Hitmarker, ne? Aber ich sehe nicht, wann der tot ist. Ich hoffe mal, dass das der jetzt tot ist und damit man auch schöne freie Bahn hat. Oh, nice Shot. Jetzt dürfen wir hier shoppen, oder wie? Ja, komm, dreh dich. Okay. Komm, jagt dir so ein Ding rein, mein verdammte Scheiße. What the fuck? Hau ab. Die haben doch gesagt, ich darf hier shoppen gehen. Was kriege ich denn hier? Will ich nicht. Hoppala. Was haben wir denn hier noch so? Ein Panzer. Haben wir noch. Ich würde den Panzer aber ganz gerne mal sehen. Ah, da ist er.